Ich begrüße Sie, hallo und herzlich willkommen. Dann habe ich Klonk nochmal gespielt gestern. Und ansonsten ist tatsächlich nicht dolle viel passiert. Muss ich mal sagen. So. It's not working this way. So geht das jedenfalls nicht. It's not working this way. Ich verpasse mal alles, Mario. Mario, ein Stückchen sind wir vorangekommen. Etwa eine Stunde spielen wir gerade schon. Und wir suchen Zahnräder. Und ich habe ein paar Rätsel. Pass auf, ich muss Wellen machen in einem Teich. Hier muss ich... Ich brauche nur noch zwei, genau. Ich muss Wellen machen in einem Teich und hier muss ich graben. Aber ich habe keine Schaufel. Ich habe tatsächlich keine Schaufel. Was mache ich denn jetzt? Mann, es buddelt doch mal hier so ein dummes Loch. Das sieht mir auch so aus, als wäre das hier... Guck mal, das ist doch ein Steinboden. Was mache ich denn da? Kann ich das Klebeband daran machen? Man versucht das hier alles immer fünfmal, ne? Kann ich vielleicht schießen? Gibt's hier noch was? Was ist das, Sam? Sam, sag doch mal! Was soll ich jetzt hier machen? Was steht denn, was sagt denn der? Aus flexiblem Holz. Soll ich denn Angel... Eine Angelschnur? Warte mal. Kann ich das verbinden mit dem? Machen wir eine Angel aus dem Stock? Wrong combination. Ich check's nicht, ne? Ich check's nicht. Wieder mal. Das ist doch doof. Bin erst vor einer halben Stunde aufgestanden. Oi. Na, pass auf, wir kommen voran, Stück für Stück. Also wir müssen... Pass auf, wir machen mal eins. Wir gehen jetzt mal zu dem Monster, was uns das, die Rätsel gegeben hat. Vielleicht kann der uns das ja sagen. Wie wir jetzt das Wasser... Wellen ins Wasser machen. Oh. I guess you're wondering if I'm a super advanced artificial intelligence. Of course I am. One of the most powerful computers ever created. But you might find it boring talking to me, considering your small mind. Hast ja ein kleines Gehirn. It's pretty easy to read the mind of a nanny robot. I give up. It's not fun talking with you. I'm not surprised you cannot stand my immense knowledge. Okay, aber ganz kurz. Hello, SA. Mit dir zu sprechen fühlt sich komisch an. Yes, I know. You feel something tickling your deepest positrons. Hey, how did you know what I was going to ask? It's pretty easy to read them. I give up. I am. Okay, aber dann muss man trotzdem irgendwas fragen können. Are you really? Hey, how did? It's pretty. I give up. Okay, das wird nicht. Ist schon aktiviert. Okay, also das heißt, einen Tipp kriegen wir von dem nicht. Dann gehen wir jetzt mal nochmal in den Teich. Wir müssen also Wellen im Wasser machen. Das kann doch so schwer jetzt hier nicht sein, in dem Teich eine Welle zu machen, oder? Da schmeißen wir halt die einfach mal rein, die Kleine. Kann man nicht die Tina einfach da reinschmeißen in den See? Oder den Baum irgendwie umschmeißen? Da war was. Nee, das ist der Teich. Ich scanne. Wir müssen also Wellen hier reinmachen. Also man könnte ja einfach mal einen Stein da reinschmeißen, ne? Das geht so nicht. Und ein Kiesel? Oh, geh mal nicht auf den Sack. Vielleicht ist er groß genug. Ah, komm, ey. Das ist ja frustrating. Das war falsch. Achso, das Loch geht gar nicht mehr. Also hier muss doch ein Haken oder was muss ich jetzt noch da bauen?
Vielleicht kann ich ja hier noch... Ich muss doch irgendwie... Kann ich einen Haken draus machen? Kann ich das Ding verbiegen hier? Kann ich das Ding kaputt machen? Kann ich das Ding zusammenknödeln hier? Das muss doch hier irgendwie... Das kann doch so schwer nicht sein! Alter, ey. Ich würde das so gern... Also, wisst ihr was? Ich suche mir ein anderes Hobby. Mach ich mal nach Zahlen hier. Das kriege ich wenigstens hin. Das ist ja... Das ist ja... Also, das ist ja... Ich habe gar keine Worte dafür. Habt ihr mal von Seitenmalerei gehört? Das ist so cool. Da hast du ein Bild. Da hast du schwarze Linien drauf. Da musst du nur Farbe hintupfen. Und da läuft es von alleine breit. Das krieg sogar ich hin. Seitenmalerei. Das ist... Das ist ja nicht meine Welt, ey. Das ist... Ja. Also der kommt immer noch nicht klar, oder? Ziemlich kompliziert, das Teil. Ah, das muss doch möglich sein, mit dem Ding was anzufangen. So, in den Schacht müssen wir nicht rein, aber vielleicht können wir ja die Angel in den Schacht reinstecken. Ach, können wir nicht. Man muss halt nicht in jedes Loch was reinstecken, nur weil das... Das ist ja unglaublich. Da haben wir auch nichts. Transportrohr. Baumelt hier noch irgendwo was rum? Also, vielleicht baumelt irgendwo noch einen Haken? Und ich sehe den nur nicht? Wir gehen jetzt mal zur Pflanze und hängen mal die... Hängen jetzt mal hier. Das war's also auch nicht. Nicht berühren, sonst kleben wir fest. Sag mal, das wird doch nicht... Also, was nehme ich denn hier als Haken? Muss doch einen Haken anbauen können. Da ist das Rohr frei auf jeden Fall. Das hat damit nichts zu tun. Ey, wenn jetzt hier irgendwo so ein blöder Haken rumliegt, ne? Und ich habe den einfach 20 Mal übersehen schon. Es gibt ja nur die beiden Plätze, die relevant für uns sind. Und wo bitte? Wir haben keine Credits. Kann man denn einfach so nochmal daran fassen? Vielleicht fällt ja noch was raus. Wenn jetzt noch was rausfällt, Alter. Wenn da jetzt noch was rausfällt. Nee. Abgelaufene Produkte. Also irgendwas, glaube ich, hat das noch mit dem Typen zu tun, der da am Baum hängt. Da ist ein Rohr am Baum, einfach reingewachsen. Hier ist der Zweig, kann man ja hochklettern als die Kleine vielleicht. Bin zu schwach, ja, du bist ja auch ein kleines Mädchen. Tja, was sagt ihr? Machen wir in Zukunft mal nach Zahlen. Ich finde das besser. Ich habe extra hier einen großen Tisch hingebaut. Da können wir gemeinsam sitzen und können hier einfach mit dem Pinsel schwingen. Das geht auch. Mal gucken, ob ich aus Vietnam... vielleicht kriegt man da ja was hin, dass ich da abends irgendwas mache mit euch. Hier ist ein X auf dem Boden. Ich sehe es übrigens gar nicht, das X, ne? Das sehe ich gar nicht. Ey, Alter, vielleicht liegt hier hinten noch was? Was? Ach, das war die Inschrift. Vielleicht ist da ja hinten in der Ecke noch was versteckt. Ast! Hör auf! Hör auf! Das kann doch nicht dein Ernst sein! Boah! Nee. Also, wie kann man denn... Habt ihr das alle auch nicht gesehen? Och Mann, ey. Und jetzt... Jetzt werden wir bestimmt in der blöden Kiste eine Schaufel finden oder einen Haken. Irgendeinen Rotz jedenfalls.
Falsche Richtung, oder? Ich laufe gerade in die falsche Richtung bestimmt. Ist das hier richtig? Ja, es war falsch. Meine Herren. Das glaubst du nicht, ey. Schlüssel. Ja, Leute, pass mal auf. Ja, Leute, googeln bei YouTube. Schlüssel Encode, ja. Das werde das Video ja extra so nennen, aber bei YouTube, ne? Ja, wie man den Schlüssel findet. Oder so ähnlich. Ja, wie kann man denn so lauch sein? Alter, das ist es. Jetzt pass mal auf. Und dann musst du den Schlüssel bestimmt an die Angel ranhängen oder so. Was haben wir jetzt da drin? Zwei Sachen? Einige nützliche Dinge. Ein Haken. Eine Schaufel. Oh. Ey, ich... Oh. Das kann nicht dein Ernst sein. Das glaubst du nicht. Wo mache ich die jetzt ran? Also, das ist doch nicht zu fassen, ey. Das ist doch nicht zu fassen. Wie lange haben wir es gesucht danach? Beides in der Kiste. Es ist so unglaublich. Es ist so schlecht. So schlecht. Also nein. Also wirklich mal nein. Alter. So, lass mal den Sam graben. Na, oh, falscher Knopf. Vielleicht muss ich die Schaufel ja noch verkleben. Das wird jetzt gleich bestimmt nicht funktionieren, wa? So, wie tief wird denn das Loch jetzt? Ah! So, da haben wir die beiden letzten Zahnräder noch. Rin ins Mechanismus-Ding. Und dann können wir erstmal zurück zum großen Würfel gehen. Da haben wir wenigstens heute noch eine Sache geschafft. Bin ich froh. Am Wirken ist er. Am Wirken. Es funktioniert jetzt. Auf zum Würfelstein. So. Ach nee, mit dem redet er ja nicht. Junger Mann, wir haben es geschafft. Das war überhaupt nicht schwer. Hello, tiny organic creature. Why are you waking up my immense processor? Alexa, ich habe es geschafft. About my task. I activated the mechanism. I've noticed. Well done. What now? I guess I can give you the password to move on. Yes, please. But first, I have one last crucial fundamental question. And if you give me the wrong answer, I'll shut down Encodia, delete all save files, and uninstall it. It'll be gone forever. I'm scared. What's the question? Are you ready? Okay. Ich bin bereit. Warte, ist das die Frage? I was born ready. Correct answer. Very good. The password is up, up, down, down, left, right, left, right, B, A, start. What? Now go. Give the password to the ancient robot. Das ist doch genau das, was du zu Alexa sagen kannst. Das war doch genau das, was man zu Alexa sagen kann, ne? Habt ihr das schon mal probiert mit dem hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, A, B, Start? Die hat sich das doch gemerkt, oder? Wenn ich das jetzt auswählen muss. Hi. Hi. Warum hast du eine Pflanze auf dem Rücken? I was lucky. A loose string of code mixed up with my own. Das ist, wenn sich DNA vermischt. It turned out to be a seed that was compatible with my soil. I've never heard of a robot who has his own soil.
Well, I have been around for long enough to accumulate compatible soil. Which is why. Das ist so cool, der redet so langsam. Try to stand in place very, very still. Okay. Das klingt komisch, aber ich finde deinen Baum süß. Weird? Weird, also das Modewort. Momentan. Okay. Wir machen es jetzt einfach gleich so. Wollen wir das jetzt alles wissen? Nein, ich habe das Passwort. Let's hear it. The password is up, up, down, down, left, right, VA, start. Very good. You can pass. I'll have a walk. Slowly. Slowly. Bye. Okay, wir können zur Lichtung. Freunde, wollen wir uns das heute noch angucken, die Lichtung? Oder sollen wir das uns fürs nächste Mal aufheben? Was sagt ihr? Ich würde gerne speichern. Autosave. Hammer, 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 Hammer. Na komm, wir warten noch einen Blick rein und dann machen wir für heute Schluss. Guck mal. Wir gucken uns das mal an. Mal sehen, ob jetzt noch ein Video kommt. Das war ja schon schwer genug jetzt, heute. 2 Stunden. Okay, währenddessen in der realen Welt. Das war doch der, der uns geholfen hat irgendwie. Da sitzen wir. Can't unplug them now. Sir, if we unplug them now, we will damage the SAM 53 unit, and the girl will likely suffer major brain damage or death. Such drastic measures won't be needed. As it were, Mr. Langer here will happily give us the server address. Won't you, Mr. Langer? And why would I do that? Because is it not extremely convenient that law enforcement is already on location to investigate the horrific death of a little urchin caught up in your vicious cyberspace infractions? You won't risk destroying the code, along with the robot. Oh, I'm sure forensics on your equipment will give us all we need. Okay, okay. Just don't hurt the kid, okay? Jetzt gehen die da auch rein. Jetzt kommen die uns quasi in den Cyberspace nach. Alright, you incompetent buffoons! We need to find them! Quickly! Ja, mit deutschem Akzent, ne? Klingt total witzig, finde ich. I believe that your headache may be due to being in cyberspace for too long. What? Prolonged exposure to cyberspace for first-time users is known to cause the following symptoms. Headaches, fatigue, body pains, loss of appetite, low blood pressure, loss of consciousness. Okay, okay. So you're saying we should hurry. Let's go. Okay. Errungenschaft freigeschaltet. Finde ich gut. So. Wir speichern nochmal. Eigentlich haben wir, das hat es glaube ich sowieso gemacht hier, ne? Machen wir einfach nochmal hier. So. Und dann werden wir mal das Spiel verlassen. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob jemand bei online ist.